Hallo, Herr Polizist, da sind Sie, ja. Ich muss was erzählen, es gab einen Skandal. Der Räuber hat schon wieder zugeschlagen. Hören Sie mal zu, es hat sich eben zugetragen. Dann rückt man langsam mit der Sprache raus. Es könnte spannend werden. Gehen wir davon aus. Die Großmutter wollte einen Kuchen backen, doch es fehlten ihr noch 1, 2, 3 Sachen. Vielleicht versteckte sich der Räuber hinter den Blumen und so hat er dann die Eier gestohlen. Und dann ist er aus der Hintertür raus. Das wäre ja gemein, aber gehen wir davon aus. Ja, nehmen wir mal an, es ist so, wie du sagst, denn mit Anstand hat der Räuber wirklich keinen Vertrag. Er stiehlt wirklich alles, was herumliegt, und vielleicht waren gerade die Eier sein Favorit. Ein Spitzbube stibitzt wie eine Maus. Es könnte sein, gehen wir davon aus. Und ein Eierdieb erkenne ich sofort. Doch leider war ich ja zur Tatzeit nicht vor Ort. Solche Kerle haben meist lange Finger. Und wenn man sie nicht schnappt, dann werden sie noch schlimmer. Eine richtige Filzlaus. Gelegenheit macht Diebe. Gehen wir davon aus. Dann sollten wir jetzt gar keine Zeit verlieren und den Räuber sofort holen, zum Verhör, in die Mangel nehmen und sein Geständnis hören. Der Räuber ist schuldig, darauf könnte ich schwören. So wie es ausschaut, ein einziger Täter. Gehen wir davon aus. Ja, in die Mangel nehmen, das ist mein Spezi. Befragen, ausquetschen und die Mangel, die dreht sich. Doch Beweise wären mir auch ganz nett. Der Eierfresser ist bestimmt ganz rund und fett und rülpst ganz laut vom Eierlei. Gehen wir davon aus. Ich schreibe dann mal schnell den Haftbefehl. Noch schneller als die Post ist eine Mail. Bin gespannt, was der Typ uns zu sagen hat. Bei meinen scharfen Fragen mache ich ihn schnell schachmatt. Hier wächst kein Unkraut. Zucht und Ordnung, gehen wir davon aus. Dann laufe ich jetzt schnell rüber zur Oma, denn sie bekam einen Schock und liegt im Koma. Mach sie wieder wach mit einem Eimer Wasser und sage ihr, wir haben ihn geschnappt, den Eierfresser. Stopp, stopp, es ist noch nichts raus, noch nichts ist bewiesen, gehen wir davon aus. Ich bekam gerade einen Haftbefehl geschickt, dabei hatte ich mich doch so gut versteckt. Einladung zum Verhör von der Polizei und das Ganze dreht sich um ein Ei oder 2 oder 3. Das ist Verleugnung. Gehen Sie davon aus? Ah, da ist ja der Räuber. Schon vor mir. Jetzt will ich was hören. Klartext, nichts zensiert. Die erste Frage, wo waren Sie zur Tatzeit? Ich nehme mal an, Sie waren ganz, ganz weit. Weil es Ihnen jetzt graut, flattern Ihre Knie. Gehen wir davon aus. Alles, was Sie vorwerfen, werde ich bestreiten, bevor Sie weitere Verfahren einleiten. Ich bin an Eier gar nicht so interessiert und auch privat läuft bei mir alles wie geschmiert. Ich bin eine ehrliche Haut, ein Anständiger. Gehen Sie davon aus. Nun ja, abstreiten, das ist ja normal. Niemand bekennt sich zu einem Diebstahl. Doch Sie sind bekannt hier in der Gegend als Schrecken des Landes und haben kein Benehmen. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus.
der Einzige, der in Frage kommt, gehen wir davon aus. Es gibt keine Zeugen, was beweisen Sie? Zudem habe ich ein gutes Alibi. Zur Tatzeit war ich in der Kneipe am Markt. Ich trank ein Bier und aß einen Eiersalat. Meine Leibspeise ein echter Gaumenschmaus, das hab ich mir gegönnt. Gehen Sie davon aus. Moment, Sie sagten doch eben, Sie mögen keine Eier. Und auch noch Eiersalat und der ist auch noch teuer. Ich wette mal, den haben Sie nicht mal bezahlt. Und selbst das Bier, das war auch noch geklaut. Ich hab bezahlt bei Klaus. Er ist der Schankwirt. Gehen Sie davon aus. Dann lassen Sie mich jetzt bitte wieder gehen, denn es gibt absolut gar nichts zu gestehen. Der Dieb, den Sie suchen, wurde nicht erkannt und Sie haben rein gar nichts gegen mich in der Hand. Drum gehe ich jetzt wieder nach Haus. Die Befragung ist hiermit zu Ende. Gehen Sie davon aus. Ja, der Räuber musste ich wieder laufen lassen, denn er hatte ein Alibi und auch noch leere Taschen. Nicht immer wird ein jeder Fall aufgeklärt, doch zu den Akten gelegt, bis sich wieder was tut. Passt auf eure Eier auf. Das ist beliebte Ware. Geht davon aus. Geht davon aus.